In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi, ihr Lieben. Ich habe nicht mehr gemeldet, ich weiß. Mir ging es auch nicht so gut die Tage, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen überlegt, wegen der äußeren Wendung und der Einleitung und dem Kaiserschnitt und alles Mögliche haben wir uns durch den Kopf gehen lassen. Im Endeffekt haben wir uns dafür entschieden, dass wir nichts von denen machen werden. Ja? Muss auf Klo? Ja. Ja, guck mal, da ist deine Toilette, zieh dich aus, dann mach dein Klo, mach dein Pipi. Soll ich mitkommen? Ja. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Also, wir haben uns dann entschieden, dass wir nichts von denen machen lassen. Das wird schon seine Gründe haben, warum es sich hier nicht gedreht hat. Ja, dann waren wir heute im Krankenhaus, also in Kalk, wo ich eigentlich entbinden wollte. Da haben die ein CTG geschrieben. Der war auch unauffällig, keine Wehen, nichts. Ja, geh ins Wohnzimmer, dann kannst du essen. Ja, geh. Auf dem Tisch, ja. Okay, mach ich dir, geh. Ja, und danach, CTG war normal. Dann wollten wir, dass sie uns untersuchen, aber bis sie uns untersucht haben, wir haben eine Stunde unnötig gewartet. Und dann meinte Order, dass wir jetzt losfahren müssen, weil um 1 Uhr war schon unser nächster Termin in Ports. Wegen der Beckenendlagengeburt oder der äußeren Wendung mit Einleitung. Dann waren wir da und siehe da, Lia hat sich gedreht. Natürlich haben wir uns sehr gefreut. Es gab erstmal Freudentränen. Ich bin ja momentan sowieso nur am Heulen. Und ja, deswegen kann ich jetzt hoffentlich in Kalk entbinden. Ich hoffe, Mausi dreht sich nicht. Aber ich habe auch dann auch vor 2-3 Tagen gesagt, dass ich glaube, dass sie sich gedreht hat. Weil ich habe immer ihre Füße unten gespürt, wenn sie getreten hat. Aber dieses Mal habe ich sowas Hartes immer wieder oben gespürt. Und das war ihr Popo. Genau, deswegen sind wir jetzt beruhigt. Dann waren wir gerade einkaufen für zu Hause. Wir kaufen jetzt nicht mehr so viel ein, weil es jederzeit losgehen kann. Die Oberärztin hat mir auch gesagt, in Ports, wenn ich will, kann man jetzt sofort einleiten. Die Ärzte sehen das halt nicht so prickelnd. Ich bin jetzt in der 39. Woche, jetzt könnte man es machen. In der 38. Woche würden die sagen, warten Sie noch eine Woche. Aber sie meinte, nächste Woche kann man definitiv einleiten, wenn ich möchte. Aber das möchte ich nicht. Ich will meinem Kind keinen Stress machen und sie wird schon wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist und kommt dann. Außer jetzt meine Fruchtblase platzt und wie bei Lina, innerhalb 24 Stunden kommt sie nicht, dann muss man natürlich einleiten. Ne? Ja, ich zeige euch mal kurz den Einkauf. Also als erstes haben wir Fruchtzwerge gekauft. Lina wollte die gerade essen, aber hat sie dann doch nicht. Aber dann hat ihr Donuts geholt, denn sie ist jetzt Donuts. Dann vom Bauern Eier. Dann zweimal arabisches Brot, das kommt unten rein. Dann hatte ich Lust auf diesen Kuchen, das habe ich jetzt einmal mitgenommen. Dann mache ich die Tage Kumpisch, da haben wir jetzt Würstchen gebraucht, hatten wir auch lange nicht. Dann einmal Hähnchenbrust fürs Frühstück, Melonen, die holen wir eigentlich immer bei Rewe. Ja, mach mal den Fernseher an. Ich mach das von hier. Dann Bananen. Schlagsahne. Dreimal. Dann eingelegtes. Wir lieben eingelegtes momentan. Aber ich mag das ehrlich gesagt nicht, wenn das zu kalt ist. Meine Zähne tun dann weh. Dann habe ich mitgenommen Kichererbsen und Bohnen. Das kann ich halt jederzeit machen und da brauche ich auch nicht viel Gemüse für. Weil ich habe Angst, dass es am Ende im Müll landet. Dann eine Granatapfel. Hat Adel geholt, während ich bei der Apotheke war. Dann haben wir 5-mal Saft. Ich will jetzt nicht alles rausholen. Dann Butterbrot, das machen wir bestimmt am Mittwoch, da ist auch der zu Hause. Ja, gib mir mal bitte den Controller, ja. Man merkt, ich krieg schwer Luft.
Mein Bauch wird auch momentan sehr oft hart. Das sind jetzt natürlich die Übungswehen. Also es drückt noch nichts nach unten, aber die Wehen sind da, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Dann habe ich Himbeerblättertee. Ich weiß, ich bin viel zu spät dran damit. Aber ich denke mir lieber jetzt als gar nicht, weil ich habe so ein Gefühl, der hat bei Lina auch was gebracht. Ich werde auch gleich direkt einen Tee machen. Dann, das tut es jetzt auch nicht mehr so schwer, bevor ihr jetzt was sagt, einmal Milch. Milch. Paprika für Luna. Dann einmal Sonnenblumenkerner für zu Hause und einmal fürs Krankenhaus. Sonnenblumenkerner ist unser Leben. Und da wir ein paar Filme auf Netflix und Amazon Prime runterladen werden im Krankenhaus, habe ich auch dann gesagt, dann lass uns auch Chicheldeck mitnehmen. Das darf nicht fehlen. Ganz viel Yum-Yum. Dann Remoulade. Gurken. Wir lieben diese kleinen Gurken von Türken. Die schmecken einfach am besten. Die schmecken nicht mehr nach Wasser. Noch mehr Yum-Yum. Sonnenblumenkerne. Dann haben wir Mülltüten gebraucht. Und noch mehr Yum-Yum. Das war's auch. Und ich sehe gerade, das Mädchen hat mir zwei 20% Gutscheine eingepackt. Das behalten wir mal. Ich bin mal, wann ist das? 3.12. bis 15.12. Genau an Linas Geburtstag fängt es an. So, dann haben wir für Lina ein paar Sachen gekauft. Moment. Übrigens habe ich mir bei Kaufland diese Schuhe hier gekauft. Leute, die sind so bequem. Die waren jetzt runtergesetzt auf 1 Euro. Das ist Größe 35, aber das fällt viel größer aus. Also, ich trage ja 37. Ups. Da ist was reingefallen vom Kaufland. Naja, auf jeden Fall hat das 7,99 gekostet. Ich habe die jetzt einmal in Grau und einmal in Blau. Und ich habe mir Latschen gekauft, also so Badelatschen. Die haben auch nur 50 Cent gekostet. Ich dachte mir, dann tue ich das in den Koffer rein. Dann tut mir das auch nicht weh, wenn die im Müll landen danach. Dann waren wir bei C&A. Lina hat da einmal diese Socken bekommen, so ein 5er-Pack. Für 5 Euro, Größe 24 bis 26. Dann habe ich ihr dieses Oberteil hat auch der sich ausgesucht für 7 Euro. Das ist jetzt alles 110, weil ich habe das Gefühl, die Pullover fallen kleiner aus, ich weiß nicht. Dann einmal diesen Pullover, der hat mir sehr gefallen. Auch 110 in, also 9 Euro hat der gekostet, der ist total, der glänzt so ein bisschen und ist total flauschig. Dann für 3 Euro einfach so ein weißen Pulli mit Hals, also Rollkragenpulli. Dann so ein Zweierpack für 9 Euro. Das ist Größe 104, das fällt aber auch ein bisschen größer aus. Einmal mit so einer Prinzessin oder Fee und einmal mit so Sternchen. Dann, Moment, einmal für 7 Euro diesen Pulli mit Mäusen drauf und für 7 Euro auch 110 so ein Einhorn, das war's. Mehr haben wir nicht geholt. Und Klopapier, habe ich das gesagt? Klopapier haben wir geholt, genau. Und Leute, noch was Geiles. Audel hat mit dem Rauchen aufgehört, er raucht ja. Also der ist jetzt seit 3 Tagen clean. Ich bin auch total stolz auf den, echt. Also der hat das sehr gut hinbekommen. Der raucht jetzt zwar Shisha zu Hause, also nicht zu Hause drin, sondern auf dem Balkon, aber der hat das noch nie so strikt durchgezogen. Ich bin echt stolz auf den. 4 Tage sind das jetzt, glaube ich. Dann noch eine Neuigkeit. Lina ist windelfrei. Wenn ihr fragt, wie ich das hinbekommen habe, ich habe einfach auf den nächsten Tag gesagt, Lina, du hast keine Pampers mehr. Also ich habe gesagt, Pampers Jok, Parayok. Also Pampers gibt es nicht mehr, weil es kein Geld mehr gibt. Parayok. Und danach meinte ich, Lina, wir haben keine Pampers mehr, ne? Dann meinte sie, ja, Parayok. Parayok.
Ja, auf Dauer wird es natürlich jetzt teurer sonst, ne? Wenn die ja dann da ist. Deswegen wollten wir sie abgewöhnen und es ist auch leichter für mich als Mama. Ja, und dann haben wir diese Stoffwindeln bekommen. Da habe ich dir euch gezeigt, ich weiß nicht. Die sind aber jetzt momentan alle auf der Wäscheleine. Und siehe da, sie hat am ersten Tag, hat sie ehrlich gesagt, mehrmals in die Hose gemacht, was ich gar nicht schlimm fand. Ich habe sie bestimmt 5, 6 Mal umgezogen. Aber am Abend ist sie dann auf Klo gegangen. Also sie hat immer wieder gesagt, an der Toilette. Sie pinkelt auch auf ihre Toilette. Dann am zweiten Tag hat sie nur einmal am Morgen ganz bisschen in die Hose gemacht. Dann war auch alles gut. In der Nacht hat sie auch in die Hose gemacht. Am dritten Tag hat sie gar nicht in die Hose gemacht. Dann sind wir zu Mama gegangen, haben da geschlafen. Sie hat auch nicht ins Bett gemacht. Ich habe sie mit Unterhose schlafen lassen. Und als sie dann eingeschlafen ist, habe ich die Pampers dran gemacht, damit sie denkt, sie hat halt nur eine Unterhose an. Und siehe da, morgens ist sie aufgestanden und wollte direkt auf Klo, hat dann auch gut gepullert. Ja, seitdem ist sie jetzt windelfrei. Das Problem, sie hat jetzt seit 4 Tagen nicht groß gemacht. Sie will auch nicht, sagt sie. Sie muss auch nicht. Aber sie muss langsam, ne? Wir wollten gestern die Pampers anlassen im Indoor-Spielplatz, wollte sie nicht. Sie geht jetzt auch, bei Mama wollte sie zum Beispiel nicht auf die Kindertoilette. Sie wollte direkt auf die große Toilette. Und wenn wir jetzt draußen sind, heute im Krankenhaus, hat sie auf der großen Toilette Pipi gemacht. Also sie trägt jetzt gar keine Windeln mehr. Ehrlich nicht. Nur nachts, wenn sie am Schlafen ist, mache ich ihr eine Pampers dran. Aber die ist dann morgens auch leer. Es ist aber so, also es kann sein, dass jetzt einige sagen, sowas kann man nicht erzwingen. Es ist auch nicht erzwungen gewesen, weil man kennt sein Kind, ne? Und ich kenne auch mein Kind. Und ich wusste, genau wie mit dem Stillen, dass Lina, wenn sie möchte, von einem auf den anderen Tag aufhören kann. Hätte Lina jetzt am zweiten oder dritten Tag angefangen zu weinen oder hätte gesagt, nein, Angst. Sie weiß ja, was Angst ist. Dann hätte ich auch gesagt, okay, dann ist sie noch nicht bereit. Aber sie hat das jetzt durchgezogen. Sie will auch keine Pampers mehr anziehen. Aber dann wollte sie zum Beispiel eben Pampers anziehen, als wir in die Arkaden gefahren sind. Sie wollte nicht. Sie ist dann eben in den Arkaden zweimal auf Klo gegangen und das ist auch gut so. Also wenn sie auf Klo möchte, dann sagt sie das auch. Oh, und jetzt habe ich zu viel gequasselt. Ich räume jetzt mal alles auf. Mein Bauch wird nämlich sonst hart. Also wenn ich zu viel rede und stehe, wird mein Bauch hart. Like two magnets we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons.